Willkommen zurück zu Sonic Boom. Yay! Schaut euch diese wunderschönen Texturen an, was man sich dafür eine Mühe gegeben hat, unglaublich. Dazu gegebenermaßen habe ich in Fernsehserien schlechtere Wasseranimationen gesehen. Wohl wahr, wohl wahr. Und wir haben offenbar direkt vor einem Cutscene-Trigger Schluss gemacht. Hey, Lyric, lange nicht gesehen. Lyric hat seinen Ball gefunden. Ja, scheinbar. Vielleicht ist es auch eine Thermonuke. Das kann natürlich auch sein. Was ist das? Es sieht nach dem Egg-Roboter aus. Ja, das ist Eggman. Ihr geht schon, ohne die schlechten Nachrichten zu hören? Warum siehst du ihn? Oh nein. Manuelle Steuerung, was? Wo ist meine Erfindung? Dank kaputt. Sonic auf dem Schrottplatz. Eine weitere nutzlose Erfindung. Nutzlos, ach ja? Pass mal auf. Schneller Schnitt. Ja. Ich habe Raketenwerfer eingebaut, die nicht treffen. Feuerwerksraketen. Gute Arbeit. Sorry, ich habe meine Rakete darauf eingestellt, dass ein deutlich schneller bewegendes Ziel vor mir ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mal einfach stehen bleiben könnte. Haben die jetzt wirklich Eggman übersetzt? Vielleicht sollte das ein Scherz sein? Da wäre ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall ist Eggman auf uns losgeflogen und wir sind jetzt einfach wieder an der Stelle, wo wir eben auch waren. Ah ja, der ist jetzt da vorne im Hintergrund. Schmeiß es mal auf Eggman. Okay, er schmeißt Raketen auf uns. Nützlich. Ja, dann gib mal her deine Raketen. Die da vorne kann ich irgendwie nicht greifen. Die ist da stuck, die Rakete. Das hat auf jeden Fall den Weg geöffnet. Hier, kriegst du noch eine Rakete, Alex. Dankeschön. Bitteschön. Hier, fang! Damit wirfst du keine Lava-Äxte. Ja. Ich schmeiß auch keine Bomb-Bombs, wie wenn wir Smash spielen. Die kriegst du von mir auch eigentlich immer ab, wenn ich irgendwas Explosives werfe. Wir sind überhaupt nicht in Gefahr. Irgendwie ist dieses Ding hier nicht aktiviert. Siehst du mich? Ist bei dir zufällig ein Schalter, um bei mir hier die Ventilatoren zu aktivieren? Ich bin auch schon auf der anderen Seite, also bei mir war nichts. Keine Ahnung, wie diese Dinge aktiviert werden sollen. Lad mich einfach rüber oder so. Ja, dann laufe ich einfach mal noch ein bisschen. Moment. Ich sehe da einen Schalter, aber ich konnte da nicht hingehen. Hoffentlich wirst du gleich irgendwann mal geladen. Ja, ich warte so lange hier. Ah, okay, das war das Ende deiner Sektion, deshalb konnte ich da nicht hinlaufen. Fluchs 2D. Das passiert ja schon mal. Ne. Ah, eine Cutscene. Nee, ich hab einen Geheimraum. Ah! Ja, das ist nett, weil ich jetzt mal auf. Ich starre in das weite Nichts. Meine Kamera guckt auf einen riesigen blauen Lichtstrahl im Hintergrund und die Skybox. Soll ich ein Foto davon machen, damit du es als Bild in die Folge reinladen kannst? Das ist schon okay. Ja, okay. Ist, wenn man es bei dir mal gesehen hat, dann ist das okay. Ja. Eieieiei. Wir haben ihn abgehängt. Oh, das ist nicht gut. Das wäre die schöne T-Stance gesehen. Ja, sehr schön. Genau, die T-Stance. Nur damit er dann wieder in die T-Stance geht. Ja. Oh nein, da ist den Rückzugsweg abgeschnitten. Aber vergessen dabei Soundanimationen zu benutzen. Soundanimationen, Soundeffekte zu benutzen. Ja, Soundeffekte sind überbewertet. Irgendwie ist gerade sein Kopf auf mich losgesprungen, aber sein Kopf ist trotzdem wieder auf ihm drauf. Komischer Gegner. Ja, durchaus. Und das war's. Das war einfach. Ne, allerdings, das wollte ich auch gerade sagen. Und weiter geht's. Ich gehe links. Okay. Ich sehe was zum Abseilen. Ich habe nichts gefunden bis jetzt. Ich auch nicht. Moment, hier ist Müll. Zack, ein Löffel. Ein Löffel, du hast recht, hier ist eine Fußspur. Was muss ich machen zum Buddeln? Ah ja. Die den Ground Pound. Genau, die ganz normale Stampfattacke. Ist relativ simpel. Müll finden ist ja immerhin etwas wert. Eine ist Krone, eine Krone, also. Ja. Im Grunde hätten sie auch direkt Kronen verstellen können. Ja, aber das wäre ja. Hätte ich ja überall Kronen liegen gehabt. Das wäre ja zu einfach gewesen. Und Checkpoint. Außerdem wollten sie Sticks einen Grund geben zu existieren.
Sticks musste auch mal was machen. Kannst du irgendwie Sonic auf Vision mal anmachen, ob hier irgendwas ist? Ich bin gerade in eine Cutscene gelaufen, wie es aussieht. Dann werde ich wahrscheinlich jetzt sowieso nicht mehr stehen. Wahrscheinlich. Ja, ganz viele Gegner. Ja. Und eine Krone zu holen. Und eine Kiste zu holen. Und noch eine Kiste zu holen. Und Knöpfe zu drücken. Und ja, ich bin nicht mehr da. Aber ich kann Sonic Vision mal anmachen. Ärgerlich. Zumindest gerne gewusst, ob da irgendwas ist. Hey, hier sind überall Kletterpflanzen. Na sowas. Was sind hier? Kletterpflanzen. Schredderpflanzen, verstanden. Habe ich aber auch nicht unten mitgelesen. Oh, Schredderpflanzen trifft's auch. Ja. Der Schredder wäre sicherlich ganz stolz. Cutscene. Hier ist eine Cutscene, die sich gerade ein Tor öffnet. Ja, und bei mir kam keine Katze, wie sich ein Tor öffnet. Ich hab einfach nur gestanden und konnte mich nicht bewegen. Cool. Die Gegner haben allerdings auch nichts getan, von daher war es nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz, ja, war jetzt ungünstig. Gute Arbeit. Ach, schön, Buddybot macht seine Arbeit. Buddybot? Ja. Ich hab gar kein Buddybot rausgeholt. Also, Buddybot hat die Gegner angegriffen, also. Gute Arbeit, Buddybot, den ich nicht beschworen habe. Hier ist ein Schalter. Ich brauche deine Hilfe. Komm jetzt mit dir rüber. Schön, dass es funktioniert hat. Ich war dabei, Gegner anzugreifen, deshalb zieh den her. Schmeiß nach hinten rein. Da ist noch eine weitere Kiste. Ach ne, die habe ich schon geöffnet. Da ist die andere Kiste. Gib mir mal die andere Kiste. Ich weiß nicht, warum die da Ranken rumgestellt haben. Ich hätte es doch eh arranged. Weil, warum nicht? Okay. Und auf der anderen Seite müssen wir auch einen rausziehen, glaube ich. Hier müssen wir auch einen rausziehen. Wir sind in allen vier Türen, ist, glaube ich, das zum Rausziehen. Ich weiß nicht, warum sie hier Ranken hingestellt haben, wenn du einfach drüber springen kannst. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ich stehe direkt neben dir. Ich habe dich irgendwie nicht gesehen. Ja, der riesige lila Laser ist unauffällig. Nochmal. Und auf der anderen Seite war jetzt auch noch was, hast du gesagt? Ich dachte aber, ne, ich sehe gerade, da ist nichts. Du darfst es zum Rausziehen? Oh, ah, doch, da war wohl was. Doch. Das war der, wo ich eben dran stand. Wo ich dann weggekommen bin. Okay, damit sollten wir jetzt eigentlich alle Tails und alle Amy-Sektionen komplett aufgebaut haben. Ja, ouch. Ich brauch 5 Ringe. Oh, schon wieder fast voll. Okay. Schauen wir mal, dass wir da rüberkommen. Ja, schauen wir mal. Krone mitgetailst. Mitgetailst? Ja. Krone mitgeaimed. So. Und oben. Okay, lad mich mal mit. Ich bin irgendwie runtergefallen. So, hier ist erstmal eine Schlittersektion. Ich schätze mal, am Ende der Schlittersektion wirst du frühestens geladen. Nein, ich muss gegen Burnbot in der Luft kämpfen. Okay, dann werde ich nochmal versuchen, zu dir hochzukommen. Wir sind wohl falsch abgebogen. Beziehungsweise gegen Eggman. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Der schießt aber irgendwo in Richtung, wo ich überhaupt nicht in der Nähe bin. Wahrscheinlich zielt auf mich. Im Endeffekt ist es eine komplett undekorierte Schlittersektion hier. Und weg ist er. Wow. Ah, jetzt bin ich geladen worden. Hi. Hi. Um ihn zu besiegen, müssen wir die Geschosse in die Stützsäulen werfen. So reicht es. Ah ja, Geschosse in die Stützsäulen werfen. Kampf beginnt. Amy sagt dir, wie der Kampf funktioniert. Ey, Amy, lass die Rakete nicht fallen. Einfach die Rakete fallen lassen. Ouch. Und das war eine Rakete und ich wusste, dass das sein ist. Ja. Würdest du aufhören, Raketen an mich zu schießen, wenn ich deine Raketen in der Hand halte? Wie greift der überhaupt die Raketen? Ich versuche die Gegner zu greifen. Ey, das ist doch nicht wahr. Ja, bei mir greift auch die ganze Zeit nur die Raketen. Auch wenn ich sie gar nicht greifen will. Das Spiel ist offenbar darauf programmiert, hier nur die Raketen zu nehmen. Wenn ich auch nur annähert in der Nähe sind. So, ich habe mal einen Gegner in der Hand. Jetzt kann ich mal runterschmeißen. Das ist eine Rakete, die habe ich auf den Gegner geworfen. Funktioniert so, auch. Ende. Ach, Jesus Maria. Ich höre schon wieder Schaden. Ja, weil die Raketen noch rausgekommen sind von Hackman. Soll ich deine Hand halten? Yay, wir haben wieder das gesamte Team. Siehst du diese? Ach, darum lebt ja noch einer. Ja, hier unten war noch einer. So, wir haben wieder 40.000 Schrott. Das heißt wieder ordentlich was aufzubauen und auszugeben. Guck, hier unten sind sicher auch mal ein paar Ringe.
Wie gesagt, irgendwann können wir mal wieder in das erste Segment zurückgehen und da alles aufbauen. Ja, also Gelegenheit. Nicht mehr wieder Sonic. Wenn wir mit dem Level durch sind. Weil ich da vorher die ganze Zeit Knuckles spielen musste und jetzt gerade die ganze Zeit Amy gespielt habe. Ach, guck mal, eine Schatztruhe. Noch mehr Schrott. Ein Hoch auf Schrott. Ja. Außerdem mehr Ringe. So, jetzt gehe ich auch mal in die Speed-Sektion. Ich war gerade im Begriff, mich umzubringen. Da lässt mich einfach in die Speed-Sektion. Und dann warst du wieder im Begriff, dich umzubringen. Ja. Aus anderen Gründen, aber... Aber ja. Frames! Save the Frame Foundation! Wo seid ihr? Du meinst, niemand kommt hier hin, weil sie nicht den komischen Untersee-Superkristall haben, den wir gebraucht haben, um hier hinzukommen, den Weg hierhin zu aktivieren? Das macht fast Sinn. Das ist ein guter Grund. Langsam denke ich, dieser Ort ist nicht für Lebewesen gedacht. Da vorne war eine Krone, aber ich hab keine Ahnung, wie man da dran kommt. Wir hätten zwischendurch einmal ein Seil aktivieren müssen. Okay. Knuckles hat sich einfach mal vor mich geglitscht. Ach cool. Und ich werde hier so viel mehr. Meine Kamera ist gerade quer durchs Level geflogen. Na, wundert mich nicht. Hier ist ja auch Bosskampf, scheinbar. Juhu, gegen Eggman, das kann ja nicht schwer werden. Wenn ich mit dir fertig bin. Mit dem wir dieses Spiel eigentlich kaum interagiert haben. Abgesehen von der ersten Cutscene. Das stimmt. Das Spiel begann mit ihm, aber das Spiel überleg mal, das soll ja eigentlich ein Reboot von dem Franchise sein. Hauptgegner Lyric. Ja, Eggman hast du quasi überhaupt nicht kennengelernt. Der hasst Sonic, weil er Sonic hasst. Das ist seine einzige Motivation. Falsche Aktion, Blechbüchse. Oh Gott, der macht Schockwellen über den ganzen Boden. Ich wollte sagen, Schockwellen, was ist das denn? Oh, ich hab fast runtergefallen. Mehr Raketen. Ja, mehr Raketen, die wir offen werfen können. Wow, beeindruckend. Du hast aber schon die Gebrauchsanweisung gelesen. Ja, ja. Ich werfe seine Minions die ganze Zeit auf ihn, aber das bringt irgendwie nichts. Ja, scheint nichts zu bringen. Wow. Und das war's? Das war's. Ender Beam! A! Drücke A! Den A-Knopf! Den großen auf dem Bildschirm! Lass dich nicht täuschen, Sonic! Alles! Ich weiß nicht, ob das intended war. Ich glaube eher nicht, ne. Das war's schon? Kann ich mich vorstellen, aber bestimmt nur zweite Phase. Das war ja billig. Ja, wie lange wir ihn angreifen durften, fand ich zu billig. Ist der Kampf noch nicht vorbei, ist mir klar. Das Ding steht mir ziemlich gut, was? Jetzt so, das sind tatsächliche Gegner, wo wir mal eine Sekunde für brauchen, um sie an sich ranzuziehen. Außerdem schon wieder Raketen. Sind das nicht die Viecher, die eigentlich unter Lyrics Kontrolle stehen sollen? Ja. Warum hat Eggman die jetzt überhaupt? Weil er keine eigenen Roboter hat. Keine Sorge. Aber wir können schon ziehen. Wow. Das war's schon? Ja. Wow. Nur meine hat den überhaupt umgezogen am Ende. Oh, Spiel. Die anderen waren nicht wichtig. Ja. Oh. Tails, hör auf. Das ist eine Cutscene, Tails, hör auf. Tja, das war dann Phase 2, jetzt kommt Phase 3. Das sind dann bestimmt irgendwie die runden Augengegner oder so. Große Augen. Ja, die Großogen. Runde 2, Zeit für den Kauschlag. Scheinbar ist jetzt erstmal Runde 2. Was? Oh, große Gegner. Oh Gott, der hat ja sogar Freeze-Board. Glaube ich. Und wir machen hier hinten schon wieder die ganzen Raketen. Au. Ja, ich hab sie gesehen. Zieht ja auch irgendeinen Grund immer auf Spieler 2. Das kann auch nicht wahr sein. Der blöde Freeze-Bot hat mich daran gehindert, irgendwas aufzuheben. Dann kann sie irgendwann schon wieder umziehen. Ja. Mein Strahl schon wieder aufgehört, weil es so lange gedauert hat. Freeze-Bot ist gerade im Begriff, mich anzugreifen. Man sieht auch meinen Ring umherfliegen, glaube ich. Ja. Aber was soll's. Das war Phase 3 sowieso. Erledigt. Drei Phasen ist ja im Regelfall. Ja. Ja, das Ende. Und Eggman ist besiegt. Ach, ist doch schwer. Hochschwer, ja. Ja. Puh. Anstrengung pur. Och, da hat sich ja jemand in der deutschen Übersetzung so richtig was einfallen lassen. Der Mac muss weg? Ja. Hack-Mac? Ja. Schönes heißt du, Loser. Ja. Allerdings. Warte, was war das gesagt? Erstens, what the fuck? Zweitens, wieso hat er den? Keine Ahnung. Einfach aus von dem Rüstung rausgeflogen. Rausgekotzt. Was? Hä? Warum? Woher?
Ich habe aufgehört, Fragen bei diesem Spiel zu stellen. Oh, wir sind wieder in der Stadt. Ja, jetzt können wir gleich mal die Muscheln suchen. Das ist ja schön. What? Was ein Dreck, ey. What? Was ein Dreck. Nichts macht Sinn. Everything you know is wrong. Oh ne, war ein Spiel. Das ist unglaublich kohärent alles. Also ja, ich merk schon. Also ja. Es macht alles Sinn, Alex. In irgendeiner Paralleldimension macht das alles Sinn, was passiert. Okay, wo sind wir denn jetzt? Ich bin wahrscheinlich wieder bei dem Biber abgesetzt. Einen haben wir. Ja. Kann denn jetzt irgendwas mit dem Biber gemacht werden? Ja, der Biber ist jetzt blau. Na, sieh einer an. Tretet nur näher. Ihr seid wohl die Igel, von denen ich so viel... Nein, wir sind der Igel. Ich bin ein Fuchs. Da passiert nichts, ohne dass ich davon weiß. Und dann haben wir einen Ameisenigel. Wir sind hier nicht. Und noch alle Igel. Igel. Genau. Ja, das ist mir recht egal. Mir ist nur wichtig, dass die Leute zufrieden sind. Und die Leute lieben Rennen. Wollt ihr das große... Amy soll auch ein Igel sein, oder? Obwohl sie keine Stacheln hat. Warum nennst du es ein Geheimnisrennen? Was ist so geheim daran? Eine ausgezeichnete Frage. Ausgezeichnete Frage. Ich habe keine Ahnung. Wurde mir nie erklärt. Das halte ich für keine gute Idee. Den Leuten gefallen Wettrennen. Sie haben Spaß daran. Und was machen Leute, die Spaß haben? Sie wählen. Wenn wir jetzt gleich wirklich einem Biber hinterher durch Ringe laufen müssen, dann... Mal sehen. Copyright. Copyright. In welchem anderen Spiel habe ich das schon mal gesehen? Bin mir nicht sicher. Ach komm schon, helf. Muss dieser Log wirklich so lange sein? Ja. Oh mein Gott, er will Bürgermeister werden. Ich dachte, der Bürgermeister läuft ohne Gegner. Ja, aber vielleicht will er sich jetzt aufstellen lassen. Ich dachte, das ist ein Halstuch. Aber wir wollen die Kraftglyphe. Super, dann wollen wir mal loslegen. Ja, wollen wir loslegen. Unmöglich schlagen. Auf die Plätze. Fertig. Wählen. Los. Wie witzig. Ich bin nicht so richtig. Ich bin nicht so richtig getälzt worden. Ja, wer muss denn jetzt? Wer macht denn jetzt? Du musst jetzt? Ich hab's jetzt auf jeden Fall angefangen. Es wird aber auch keine Zeit gewertet, scheinbar. Jetzt sehe ich keine Zeit. Hm, weird. Was machst du denn? Ja, ich bin einem Mann im Ring vorbei. Schau mal, ist das irgendwie abgelaufen schon? Ich hab schon abgelaufen. Nee, verwirrt. Ich hab deinen Ring eingesammelt jetzt. Okay. Aber wo ist der Ring dann jetzt, der nächste? Der nächste ist hier eine... Ach, da war jetzt noch einer? Ich bin verwirrt. Ich auch. Auf die Plätze. Fertig. Oh, jetzt haben wir es einfach neu gestartet. Wollte gerade sagen, jetzt ist es neu gestartet. Ich war noch gerade dabei. Es ist schön, dass der andere Spieler das mal starten kann. Ja. Vielleicht sollten wir das zu zweit starten. Einfach nur, um die Chancen zu verbessern. Ja. Ich komme zurück. Dann versuchen wir das mit zwei Spielern gleichzeitig. Ich sehe da hinten nur Kaboom. Na, ich kann dir auch gleich noch Splish zeigen. Achtung. Warte. Wo bist denn du? Ich stehe hier. Wo alle stehen. Eins, zwei und los. Auf die Plätze. Fertig. Spielen. Okay, Ring. Okay, jetzt. Okay, man muss da gar nicht springen. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, ich sehr gut. Gekriegt. Jetzt kommt ich gleich einer. Noch keine Zeit kommt gleich einer in der Wasserfontäne. Ich auch nicht. Kommst du zum anderen hin? Ne, ich hab den anderen auch verpasst. Das ist überhaupt nicht ätzend. Überhaupt nicht. Okay, ich hab ihn gekriegt. Weil die Wasserlaufmechanik so gut gemacht ist. Oh, Moment. Okay, sie ist wieder hier unten. Den hab ich gekriegt. Nächstes über diesen Minen, den hab ich gekriegt. Hier ist wieder eine Wasserfontäne. Kein Überblick mehr. Ah, da ist er. Okay, den hab ich auch gekriegt. Nächstes wieder hier unten. Ist wieder einer da. Ich verfolge dich unauffällig. Ja, da. Ja, da. Ups. Mine, aua. Ja, da. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Hä? Und jetzt? Machen wir es wieder von neun? Ja, wir wollen ja drei Runden machen. Ach, super. In seiner Zeit, die nicht angezeigt wird. Vielleicht gibt's keine Zeit. Ja, das hab ich ja auch vermutet. Junge, ist das schnell! Jetzt hatten sie noch keine Zeit, eine Zeit einzubauen. Welche Ironie. Okay. Oh mein Gott, man kommt nur mit so viel Geschwindigkeit von diesen Fontänen runter. Wo ist denn der. Da ist der Ring. Der nächste Ring.
Sheesh. Ja, das ist doch überhaupt nicht repetitiv, wenn man das drei Runden lang macht. Nee, gar nicht. Ringen. Finde ich herrlich, also. Und wieder, und wieder die dritte Runde. Ich glaube wirklich, es gibt einfach keine Zeit. Ich glaube, er hat gesagt, Junge ist das schnell, aber ich habe Junge ist das schlecht verstanden. Das ist es auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall keine falsche Aussage. Ah, ich hab einen verpasst. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau das, kaputt. Das ist keine Ringe mehr. Was ist das? Ja. Muss aufpassen. Nee, ist noch hier oben und wieder hier unten. Wieder der. Jetzt wieder die Minen springen, die instant scheinbar immer wieder respawnen. Ja, geht zurück. Pingel. Zum pingeligen Biber. Krieg nicht mal einen Namen. Hurra! Wählt den Biber! Ihr habt gewonnen! Wählt den Biber! Ja, wir waren so gut, dass wir gewonnen haben. Unser Teil ist erledigt. Ja. Was ist mit der Glyphe? War es eben nicht nur ein Kraft-irgendwas? Ja. Yay! Willst du schnelle Ladung oder Knallkopf haben? Egal. Ein Knallkopf. Weil der Typ hier ist einer. Ja. So. Jawohl. Okay, wir haben es geschafft. Hervorragend. Ja, dann, nachdem dieses unglaublich spannende Segment jetzt vorbei ist, sehen wir uns wohl beim nächsten Mal wieder zum Muscheln sammeln. Yay, noch spannenderes Segment. Muscheln. Bis dahin, see ya. Aloha.